Hallo und Gesang zu einem neuen Notizblock kompakt. Letzte Folge war ja ein Revisit dabei mit Forktail und es kam der Vorschlag, dass ich künftig Notizblock kompakt mit Revisits und Notizblock kompakt mit frischen Spielen trennen sollte. Eigentlich eine recht gute Idee, würde mich interessieren, was die Allgemeinheit davon hält. Und um das Ganze mal zu demonstrieren, wie das ausschauen würde und weil sich es gerade gut ergibt, gibt es in dieser Folge nur Revisits und zwar einen DLC, nämlich von Cities Skylines und drei weitere Spiele, die wir uns in der Alpha oder im Early Access angeschaut haben und die mittlerweile rausgekommen sind, offiziell erschienen. Und den Anfang machen wir auch mit Cities Skylines, dem neuen DLC Mass Transit, Massentransit. Da ist ja relativ viel Interesse da, was ich gesehen habe, dass ich da einen Kommentar abgebe, wie mir der neue DLC gefällt. Der erscheint heute, 18. Mai, Kostenpunkt 12,99. Zumindest das ist meine aktuelle Information. Und ich hatte jetzt leider nicht allzu viel Zeit reinzuspielen. Ich habe den Key zwar vor ein paar Tagen bekommen, aber ich war leider nicht da. Das heißt, ich habe jetzt nur die eine oder andere Stunde damit verbracht und im aktuellen Let's Play, beziehungsweise im Spielstand vom aktuellen Let's Play mal ein wenig rumgebastelt. Zwei Mods musste ich deaktivieren, aber sonst hat es gut funktioniert. Und auch dieses Mal wird der DLC wieder aufgeteilt in im reinen DLC-Content und in kostenlosen Content. Ein kostenloses Update kommt auch dazu. Und im kostenlosen Update gibt es eine großzügig überarbeitete Version vom Interface zur Verwaltung der Linien, Linienmanagement. Das ist recht nett gelungen, recht nett gemacht. Hier kann man jetzt auch sehen, wo sind gerade welche Fahrzeuge unterwegs, welche Stopps sind auf der Linie. Man kann entsprechend mehr Budget der Linie zuweisen und mehr Fahrzeuge dort schicken. Also in dem Fall der eine oder andere Mod, den wir da vielleicht verwendet haben, ist dadurch unter Umständen hinfällig. Man kann jetzt Straßen benennen, man kann Straßenzüge zusammenfassen, eine Vorrangstraße bilden, da werden dann Stopptafeln aufgestellt. Man kann Ampeln jetzt auch ohne eine Mod entfernen und es gibt Informationstools, um sich genau anzuschauen, wo gerade wer unterwegs ist bzw. wohin unterwegs. Bei den Zügen wurde auch ein bisschen geschraubt, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das im kostenlosen oder kostenpflichtigen Teil ist. Zum Beispiel kann man jetzt bei Bahnstationen einstellen, ob da Züge vom Kartenrand halten sollen oder nicht. Und es gibt jetzt auch eingleisige Bahnstrecken respektive Einbahnbahnstrecken. Im kostenpflichtigen Teil ist das Hauptthema natürlich Transport. Da gibt es mehrere neue Transportmittel. Fähren und Luftschiffe, das ist mal ein Teil. Bei Fähren gibt es diverse Fernhäfen, einen kleinen, einen großen und auch einen mit Bushub. Und die Gestaltung der Wege, der Fahrwege bei den Luftschiffen und den Fähren ist auch ganz interessant gelöst. Da baut man so eine Art, ja, fast schon Straßen, im Fall von Fähren natürlich auf dem Wasser. Im Fall von Luftschiffen kann man die beliebig verlegen und die Fahrzeuge folgen dann eben diesen Straßen. Muss man auch darauf achten, dass da keine Kollision entsteht, bei Fähren zum Beispiel mit Brücken oder ähnliches. Finde ich aber ganz nett gelöst, so kann man schön kontrollieren, wo entlang die Fahrzeuge eben sich bewegen sollen. Die zwei anderen neuen Transportmittel sind die Seilbahn, die ist eher relativ einfach, Endmittelstationen gibt es hier. Und die Monorail, da ist ein bisschen mehr los, auch diverse Stationen hier zur Verfügung, neben der Straße, auf der Straße. Man kann Straßentypen 2- und 4-spurige upgraden mit einer Monorail oder man kann die Monorail auch abseits der Straße verlegen. Neue Szenarios gibt es auch, genauso wie neue Hub-Gebäude, also zum Beispiel Bahnstationen mit integrierten Monorail-Stationen und einer U-Bahn-Station, neue Landmarks und noch eine Handvoll neuer Straßentypen. Alles in allem also durchaus umfangreich und jetzt natürlich die Frage, lohnt sich der DLC? Wenn man eine Stadt hat mit super überlasteten Verkehr und den ein bisschen in den Griff bekommen möchte, hat man ja sicher ein paar nette Möglichkeiten. Das eine oder andere, gerade so wie eine Seilbahn, ist vielleicht ein bisschen mehr was fürs Auge, um irgendein Berggebiet zu erschließen, irgendwo eine Abkürzung zu machen. Und die Fähren,
beziehungsweise die Luftschiffe sind jetzt nicht gerade mein Fall, aber je nach Karte gibt es da sicher auch eine Menge Einsatzmöglichkeiten. Ich bin relativ zufrieden mit dem DLC, allein dadurch, dass es eben mehrere verschiedene Verkehrsmittel gibt, die zum Teil auch schön umfangreich sind, wie eben die Monorail, und auch der kostenlose Teil hat ein paar schöne Neuerungen, wie eben das überarbeitete Interface für die Linienverwaltung und die ganze neuen Straßenfeatures. Also wenn man das jetzt auch noch dazu nimmt, ist es ein schöner DLC geworden, durchaus den Preis wert, für meinen Geschmack mal auf jeden Fall mehr als wie Natural Disasters, ganz einfach aus dem Grund, weil ich mit sowas Verkehrsmanagement mehr anfangen kann. Um genaueres darüber zu berichten, würde ich sagen, müssen wir ein bisschen aufs Let's Play warten. Im Moment schaut es relativ gut aus. Traffic President, das spinnt noch ein bisschen rum, aber das wird heute oder morgen wohl ein Update bekommen, und Improved Public Transport, das geht auch nicht mehr, brauchen wir aber unter Umständen auch gar nicht. Ich freue mich jedenfalls zu sehen, dass ein bisschen weitergearbeitet wird an City Skylines, und ich war ja auf der Paradox Convention in Stockholm und da wurde das auch bestätigt, dass die Arbeiten an dem Spiel im Moment zumindest auf unbegrenzte Zeit noch fortgesetzt werden, solange die Zahlen stimmen, die Spielerzahlen und natürlich auch die Verkäufe, in dem Fall wohl auch von den DLCs. Ist ja so schon ein erfolgreiches Spiel, und mit den DLCs dürfte dann noch ein bisschen mehr in die Kasse fließen. Bleiben wir beim Thema Städte, und zwar mit Blockhut. Das hatten wir zwar nicht im Notizblock kompakt, aber in einer Checkliste live vor etwas mehr wie einem Jahr, März 2016. Das war damals, glaube ich, noch die Alpha-Version. Mittlerweile ist es erschienen, vor rund einer Woche, 11. Mai 2017. Und das Ganze ist auf Steam die nächsten paar Stunden vermutlich noch etwas günstiger zu haben. Noch läuft die Release-Aktion minus 25%, von ursprünglich 10 auf jetzt 7,50 Euro runtergesetzt. Um was geht's bei Blockhut? Ist etwas schwer zu erklären, wenn man es nicht direkt zeigen kann und nicht mit der Maus ein paar Dinge anklicken, sondern nur ein Video im Hintergrund laufen hat. Grundsätzlich gesagt ein Ressourcenmanagement-Spiel. Man hat diverse Module einer Stadt, sei es Wohneinheiten, Geschäfte, Parks, Energieversorgung, und jedes dieser Module erzeugt eine gewisse Sache oder braucht eine gewisse Sache. Und da gibt es eine Menge an Gebäuden, eine Menge an Ressourcen. Über 200 Gebäude sind da in dem Spiel, und entsprechend können da recht komplexe Ketten entstehen. Man muss eben die ganze Zeit schauen, dass da alles in der Balance bleibt, weil da gibt es nicht nur positive Dinge, die da entstehen, sondern auch negative, wie zum Beispiel Verschmutzung, Abwasser oder ähnliches. Und das Ganze ist eben in einem freien Spiel verfügbar. Da kann man einfach bauen, was man will, oder in einem Herausforderungsmodus. Da gibt es eben gewisse Aufgaben, die man da erfüllen muss. Und das ist auch recht schön gemacht, wie ich finde. Nicht nur, dass man eben diverse Dinge erreichen muss, sondern auch gleichzeitig das eine oder andere, wie zum Beispiel zu viel Verschmutzung, verhindern muss. Und die Videoaufzeichnung hier im Hintergrund, die ist jetzt von einer dieser Herausforderungen. Ich muss sagen, wenn man das Spiel im freien Modus spielt, vor allem mit allen Gebäuden und auf einer wesentlich größeren Karte, da kann schon was richtig, richtig Tolles und schön Anzusehendes entstehen. Und ich würde empfehlen, auf jeden Fall mal die Steam-Seite zu besuchen und da die Videos und Screenshots anzusehen. Da kann man, wenn ein bisschen mehr Platz ist, richtig, richtig tolle, große, schöne Gebäude bauen. Für den Preis muss ich sagen, durchaus ein Spiel, was mich sehr lange unterhalten hat. Sehr, sehr komplex, sehr, sehr umfangreich und sehr schöne Aufgaben. Wie gesagt, im freien Modus, ja, da ist eher so ein bisschen ein Kreativspiel, fast schon eine Art Sandbox. Da muss man sich einfach selber die Ziele setzen und sei es einfach etwas zu bauen, was möglichst hübsch ausschaut. Nächster Titel, Bounty Train. Das hatten wir in der Checkliste vor nicht ganz 2 Jahren. Da ist das Spiel im Early Access auf Steam erschienen. Mittlerweile ist es raus, seit 2 Tagen, 16. Mai ist es offiziell erschienen. Kostet 25 Euro
bei Steam und hat sich die Wartezeit gelohnt. Durchaus, es ist einiges passiert, seit wir das letzte Mal reingeschaut haben. Vielleicht vorab, für alle, die das Spiel nicht kennen, hat eine Menge verschiedener Elemente. Rund um das Ganze herum ist ein Story-Modus. Man erlebt hier eine Geschichte, man muss seinen Vater rächen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber seine Familie finden, das Unternehmen retten. So ein bisschen wie bei Pirates, hat mich etwas daran erinnert. Bei Pirates schippert man ja auch von Stadt zu Stadt und muss seine Familie suchen und nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Bei Bounty Train eben ganz ähnlich, abgesehen davon, dass man mit dem Zug von Stadt zu Stadt zur Zeit der transkontinentalen Eisenbahn oder kurz danach fährt. Geld verdient man hauptsächlich mit dem Transport von Waren, die kann man kaufen und verkaufen, hat natürlich auch entsprechend ein Budget, das muss man nicht nur investieren in Warenkauf, sondern auch in die Erhaltung, Reparaturen, den Betrieb vom Zug, den kann man sich auch selber zusammenstellen, Lokomotive austauschen, neue Waggons kaufen, das Ganze auch aufrüsten und man braucht auch diverse Waggons, zum Beispiel für Warentransport, für Passagiertransport, für Sicherheit und so weiter und so fort. Und Sicherheit ist auch wichtig, denn unterwegs lauern durchaus Gefahren, Banditenüberfälle zum Beispiel. Und da gibt es dann einen ganz eigenen Spielmodus, wo man die Charaktere, die man hat einen eigenen Charakter und weitere, die man anheuern kann, wirklich so in einem netten kleinen Strategiespiel da zum Kämpfen einsetzt. Und jeder Charakter hat diverse Fähigkeiten, kann auch aufleveln, man kann die Charaktere ausrüsten mit Waffen und ähnliches. Und es gibt auf der Karte eine Menge Dinge zu entdecken, Passagiere, die man transportieren kann, Leute, die einen Aufträge geben. Man kann auch für die Städte Aufträge erfüllen, seinen Ruf dort ein bisschen verbessern. Es gibt ein Krankenhaus, um sich zu heilen. Es gibt einen Waffenhändler. Es gibt die Zeitung, um laufend über die Preise auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also eine Menge schöner Elemente, eine interessante Story. Es gibt auch einen Freeplay-Modus, wenn man ohne Story spielen will, mit diversen Aufgaben. Also eine Menge zu tun, eine Menge zu erleben. Ich bin richtig angetan von dem Spiel, wollte eigentlich nur kurz wieder reinschauen für den Notizblock kompakt und habe dann gleich mal ein, zwei Stunden wieder gespielt. Definitiv auch ein Kandidat für ein Let's Play oder zumindest ein Kurz-Let's Play, wurde eh schon mehrfach gefragt. Und das letzte Spiel für heute ist auch das älteste, Heartlands. Da haben wir die Alpha begutachtet und zwar bereits im Jahr 2014, fast 3 Jahre ist es her, die Version 0.10. Mittlerweile ist es raus, seit etwa 2-3 Wochen am 28. April ist es erschienen. 20 Euro kostet es bei Steam und Heartlands, das definitiv ein Spiel, was sich alle Fans von Spielen wie Zeus oder Poseidon anschauen sollten. Das ist nämlich ganz, ganz ein klassisches City-Builder-Game in eben diesem Stil. Man baut hier Wohnungen, Leute ziehen ein und die muss man dann mit diversen Dingen versorgen, wie zum Beispiel Nahrung, Alkohol, Möbel, Kleidung. Und die leveln dann auf, die Gebäude leveln auf, mehr Leute ziehen ein, man hat wiederum mehr Arbeit zur Verfügung, beziehungsweise kann mehr Steuern kassieren und es gibt auch ein paar nette zusätzliche Mechaniken, zum Beispiel Forschung. Das funktioniert eben auch über ein eigenes Gebäude, das Forschungspunkte sammelt und zwar umso mehr, umso höher leveligere Gebäude man hat. Neben Forschung gibt es auch Zauber in dem Spiel, die muss man auch erstmal erforschen. Außerdem kann man kämpfen, Truppen ausbilden und entsprechend gegen Gegner hier antreten. Relativ simpel, aber trotzdem nett gemacht. Man kann mit Nachbarstädten handeln, mit denen auch Beziehungen aufbauen, die angreifen. Also sehr, sehr viel zu tun, sehr, sehr viele verschiedene Gebäude und auch eine Menge an Ressourcen. Das Ganze in einem Mittelalter Fantasy Setting und neben dem normalen Spielmodus gibt es auch eine recht nette, spannende und fordernde Kampagne. Gibt also eine Menge zu tun in dem Spiel. Immer etwas, wo man schrauben muss, wo man ausbessern muss, wo man was umbauen muss. Dafür sorgen, dass beim Handel alles klappt, dass man genug Geld macht, dass alle zufrieden sind, dass man eben nicht angegriffen wird oder wenn, dass man sich ordentlich verteidigen kann. Also eine schöne Hommage
an das durchaus etwas unterbediente Genre. Und mir hat es damals schon gefallen und jetzt eben mit den ganzen neuen Features und ja, auch mit den fleißigen Updates, die nach wie vor auch nach dem Release gemacht werden, kann ich es auf jeden Fall, wie gesagt, für Leute, die diese Art von Spiele mögen, definitiv empfehlen. Auch auf jeden Fall ein Kandidat für ein kurzes Play oder zumindest mal eine längere Vorstellung in einer Checkliste. Dann sind wir wieder durch, relativ flott für das, dass die Spiele eigentlich super umfangreich sind und ich sehr, sehr begeistert bin von den Spielen. Kurz Let's Play, wie gesagt, oder Checkliste, gibt es auf jeden Fall ein paar Kandidaten. Wenn da Interesse besteht, würde ich mich über ein paar Kommentare freuen. Checkliste würde ich sowieso wieder mal etwas mehr aufgreifen. Ich habe jetzt länger schon etwas vernachlässigt zugunsten vom Notizblock Kompakt. Aber eben gerade die Spiele, die wir heute hatten, jetzt vielleicht nicht Skylines, da machen wir sowieso ein Let's Play, aber alle anderen drei, die finde ich durchaus so gut und so umfangreich, dass sich auch mal eine halbe Stunde Präsentation durchaus lohnen würde. Dann wünsche ich, wie üblich, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.